Wenn wir Luigi's KP durch Mario's KP teilen, kommen wir nicht auf 50, aber dennoch ist das hier die 50. Folge. Herzlich willkommen zurück zu Mario durch die Team-Team-Boss. Wir machen mit weiter in der Traumwelt hier irgendwo in der Stadtwelle, wo wir jetzt den guten alten Bettenschmied da irgendwie befreien müssen, der anscheinend auch so heißt wie sein Handwerk. Und da scheint er auch schon zu sein. Irgendwie müssen wir den jetzt befreien und ja, da kommt auch schon wieder der Traumwert. Was hat er denn sozusagen? Oh, da ist der Nachtraumspiel direkt vor uns. Wie bekommen wir den da nur heraus? Tja, wir haben wohl keine andere Wahl. Wir müssen ihn irgendwie an diesen Nachtraumspiel herankommen. Wow. Also so intelligent wäre der auch nicht gewesen. Okay, da komme ich aber auch nicht. Das heißt, ich muss noch ein bisschen nach unten laufen hier. Ein paar Umwege haben noch nie geschadet. Gut, mal schauen, was uns diese Traumwelt... Was ist denn das für ein dicker Raum? Hier sind nur Pfeile und ein Block. Wie auch immer. Nebenbei, was mir noch aufgefallen ist, an der KP gerade, weil ich gerade diese mathematische Aktion durchführen wollte. Ja genau, Mario war ein bisschen schwach, was die HP angeht. Und die BP kann man auch mal wieder ein bisschen aufheilen, weil ansonsten stehen die beiden relativ schlechter im nächsten Kampf, den wir beschreiten werden müssen. Und der wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ich sehe auch schon, was wir hier für eine Luigi-Sohn bekommen. Und zwar die Luigi-Sohn, die Sachen in den Vordergrund schiebt, der Wind halt eben. Weil da im Hintergrund halt was Tolles ist. Mal gucken, was wir dann anfangen können. Ich mach mal gerade hier. So, das schiebt das Grüne weg in den, und dann taucht irgendwie im Hintergrund wieder auf. Und wir halten nebenbei eine neue normale Attacke hier. Okay. Egal. So, mal gucken, was wir haben. Ja, das sind die grüne Blöcke. Wir haben rote Blöcke. Okay, wie sehen die roten Blöcke aus? Wenn ich die roten Blöcke hier aktiviere, dann... Okay, ich sehe schon, was mir das bringt. Machen wir das gerade mal, damit wir da rankommen. Dann kriegen wir das Attackenfragment. Ach, kriegen wir doch nicht, ja? Aber wir können dafür sorgen, dass wir es bekommen. Und zwar... Ne, wenn ich mich hinstelle... Wobei, warte mal, ich muss mir das mal gerade genauer anschauen. Ja, doch, genau, ne, doch, wenn ich mich hier hinstelle, sollte ich es kriegen. Wobei, doch nicht, nein. Ich muss mich sehr wahrscheinlich hier hinstellen. Ich hoffe, dass das richtig ist. Jupp, das ist richtig. Dann kriegen wir hier unten das Attackenfragment und können uns freuen, denn jetzt haben wir eben zwei und nicht nur noch eins. Denn zwei macht mehr als zwei, als eins. Genau, Mathematik ist immer gut. So, und hier kann ich die Dinge einfach wieder austauschen, da Mario sich für eine kurze Zeit in der Luft befindet währenddessen. Er fliegt ja kurz so. Ein nettes kleines Feature, das ich nicht wusste, dass es da ist. Und noch ein Attackenfragment. Mann, oh Mann, sind hier viele in der Gegend. Das weist einerseits darauf hin, dass die Gegend nicht lange dauert, aber auch andererseits darauf hin, dass wir... Ja, nee, eigentlich nur auf das, dass die Gegend wohl eher nicht so lange dauert, wahrscheinlich. Was haben wir hier oben noch Schönes? Vielleicht noch ein Attackenfragment, aber wir müssen das nochmal vorholen. Mal gucken, mehr Geld. Wir müssen nebenbei auch springen, um das Geld zu bekommen. Okay, okay, ich sehe schon. Ich muss nochmal drehen hier. Yep. Dann rüber und mal gucken, was wir hier bekommen. Ich tippe auf... Oh Gott, ein Goldweenie. Den werde ich eh nicht töten können. Ich kann zwar einen Erstangriff starten, aber ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass er nicht sterben wird. Ich meine, das hatten wir ja schon einmal. Ich bin nicht in der Lage, die Goldweenies zu töten. Ah, das war zu früh. Oh, du scheiß mal da viel Schaden. Probieren wir es ja nochmal. Ich denke, die Sache ist ja die, ich gehe stark davon aus, dass man den Kerl wahrscheinlich mit dem Konter hier töten könnte. Wenn man das Angriffskommando richtig einsetzen könnte. Kann auch sein, dass er dann nur eine bestimmte Anzahl an Male auf dich drauf zurennt. Aber falls man wirklich ihn töten könnte, dann müsste ich das langsam irgendwann mal lernen. So, wo ist denn der Kerl? Der ist da. Wir haben nicht sehr viel Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Der rennt jetzt auch weg wieder. Ich müsste den Kerl in einer Attacke töten. Das ist so eine Sache, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie das einfach gehen soll. Der Kerl bin ich gefallen, der hat einen Speer. Mülleimer. Ja, das sah einfach aus. Ah, da oben die Regenschirme. Ich kann, die Regenschirme sind solide, das wusste ich nicht. Ja, was, was, wie? Hä, wie? Rechts, links, wie? Warte, ich hab was, ich glaube, so, ne? Okay.
ich habe auf jeden Fall verstanden, wie die Attacke funktioniert. Nichtsdestotrotz werden wir die Kerle jetzt ausmerzen, da ich mit dem Traumhammer das hoffentlich hinbekomme mit einem Angriff. Also hin und her, schaukeln, das ist gar nicht schwer. Poetisch werden wir heute, ne? Richtig, poetisch. In die Mitte! Hoffentlich war das die Mitte. Na, ne, es hat immerhin die Mitte zerstört, aber außen leben noch ein paar. So, die werden wahrscheinlich eine neue Attacke jetzt einsetzen. Nein, noch immer dasselbe. Oben ist nur folgen, wo du lang gehst. Das ist unheimlich schwierig, da dieses Timing, wenn der von unten angreift. Ich krieg das nie auf die Reihe. Na, da reicht ein Hammer jetzt. Na, das sollte reichen. Und? Ne, es reicht nicht. Na, das habe ich ein bisschen überschätzt irgendwie. So der da. Dieses Timing. Ich kann damit nicht umgehen. Ach, der Kerl geht nach hinten. Na, ganz wunderbar. Sollte trotzdem möglich sein, ihn jetzt auszumachen. Wobei, nur 10 KP, das macht nicht viel Schaden. Was ein unfairer kleiner Kerl. Ich habe andere Worte und Beleidigungen für den, aber den möchte ich gerade nicht aussprechen. So, 4 Teilfragmente. Ich will mich nicht mehr wieder heilen, weil die Gegner gerade eben nicht sehr freundlich waren. Ja, heilen wir uns mit Pilzen. Pilze sind immer lustig. Pilze sind schön. Also gut, die Pilze da. Ach, die Pilze, genau. Die Schirme sind solide. Das heißt, so viel wie ich muss gucken. Der wirft wahrscheinlich irgendwann. Ja, der wirft dann. Ah, der wirft. Ne, das trifft mich. Obwohl es mich optisch gesehen nicht getroffen hätte. Spätestens Luigi hätte es getroffen, leider. So, die starten wahrscheinlich in den Erstangriff, weil ich nicht sehr schnell bin. Hä? Wie? Was? Und dann muss ich auch noch rausspringen. Das weiß doch kein Mensch. Machen wir mal Traumfeuer. Mal gucken, was mir bringt. Nebenbei habe ich mir noch diese Mücke im Zimmer. Nee, hat gerade sich Sonnenkugel in meinem Bein. Ich hatte ja gerade eben so eine wunderschöne Mücke, die mich gestört hat. Ich wollte nicht anfangen aufzunehmen, bis die Mücke nicht weg war. Weil die Mücke gestört hat. Na, das war nur. Oder war doch exzellent. Und der da hinten ist kaputt. Sehr schön. So, ihr werdet wieder noch einen tollen Angriff machen. Ah ja, okay, ich verstehe schon. Du bist da oben. Genau, okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Super. Die werden jetzt so lange angreifen, bis ich tot bin. Oh nein, ich bin aus dem Schwindel rausgekommen. Wunderbar. Das Spiel war mal nett heute zu mir. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Okay, aber jetzt bin ich tot. Oh nein. Ich habe heute mal Glück mit dem Schwindel. Wobei, eigentlich nicht. Ich hätte nur das Gegenteil von Glück, weil ich dauernd schwindelig werde. Darf ich endlich die Karte töten? Das wäre unheimlich freundlich. Wir machen mal einen Traumkugel. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Braucht Gyro-Controls. Gefällt mir erstens nicht, in zweitens zwei nicht jedes Mal, wenn ich es einsetze. Und ich bin gerade wieder unheimlich gut da dran mit dem Zielen hier. Mit dem Rumfahren, ja. Warum musste man das einbauen? Machen durch ist eine schöne Serie. Warum muss man sich verhunzen durch diese dämlichen Teile? Gyro-Controls mag einfach keiner. Bewegungssteuerung, ich meine ehrlich. Das ist schon Schwachsinn in Mario Kart zum Beispiel. Wer will schon Bewegungssteuerung in Mario Kart 8? Das ist wie. Ich weiß nicht, das ist wie Schwachsinn eben. Also, wo war ich stehen geblieben? 7, 13. Ne, warte, bin ich gerade richtig? Ja, doch 13, 19, 20, 21, 23. Ist das richtig? Ja, doch, ist richtig. Also gut, da wir jetzt dieses kleine Ärgernis von Kampf wieder hinter uns haben, können wir weitergehen. Und die Mülltonne da oben sehen. An der wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen werden. Dagegen werden wir kämpfen müssen. Oder? Nein, die Schirme sind solide. Ich komme da nicht dran vorbei. Was ein Ärger aber auch. Ich muss da kämpfen.
Oh, und ich bin nebenbei fast tot. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Nein, ich bin jetzt genau tot. Jupp, ich bin tot. Diesen Kampf kann ich so oft starten, wie ich will. Ich werde niemals gewinnen. Ich werde immer sterben. Jedes Mal werde ich sterben. Oh, das ist unschön. Ich hätte daran denken sollen, mich zu heilen. Das Timing für diese Attacke ist einfach so... Na, ich krieg's nicht hin. Ja, neu starten. Okay, muss ich mitlaufen, hä? Na, ich bin schon tot. Na, wunderbar. Warte mal, habe ich gerade mal 12 KP? Habe ich wirklich gerade nur 12 KP und sterbe bei allem, was kommt? Ne, ich hab doch 21. Ich bin doch gerade eben nur... Okay, ich hab's überlebt, irgendwie. Der Mittelmann greift noch nicht an. Tipp? Ich will doch keine Tipps, ich bitte das Spiel. Wie heilen wir es am besten? Na, BP haben wir eigentlich noch genug. Ich denke, so ein Ultrapilz reicht schon. Wo sind denn die? Da sind die. Wollen wir mal gucken, was der Mülleimer so an Angriffen beherrscht. Ach, der frisst die Kerle auf. Der macht mir ja... Der hilft mir ja. Hä? Ich habe doch keine Ahnung, was der macht. Das war gerade unfair. Und die greifen ja auch nochmal an. Na, wunderbar. Dass die so... Ah, super! Genau, mach mich schwindlig, ey. Du bist ein cooles Spiel. Als hätte ich eine... Ah, Mensch. Das regt einen richtig auf gerade. Ich kann dagegen nichts machen. Ah, das schwindlig ist endlich weg. Meine Güte. Ja, greift ihn einmal an. Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Ich weiß es nicht. Ich darf mich schon wieder heilen, nur wegen dem Schwindlig gerade eben. Das ist doch so ein unnötiger Mist. Warum wird man so leicht schwindlig in diesem Spiel? Ja, friss sie alle auf, töte sie. Na, warte, nee, ich muss dahin gehen. Und dann auf einmal nicht mehr dahin. Ja, macht ihren Angriff weiter und irgendwann darf ich vielleicht auch mal wieder angreifen, wenn ich Glück habe. Darf ich auch wieder irgendwann mal wieder was tun. Ja, macht ihr nur weiter mit euren Angriffen. So, aber jetzt hier. Jetzt hoffentlich kann ich mal ein paar Leute töten mit dem Traumfeuer. Die Kämpfe hier gefallen mir überhaupt nicht. Ich mag diese Gegner nicht. Überhaupt nicht. Und Feuer frei. So, das Ding explodiert. Na, alle sind froh. Buschwutz. Und doch Luigi erfährt ein neues Level Up. Ich hoffe, ich werde diesen Ort schnell verlassen, denn ich hasse die Kämpfe hier unten. Die sind wirklich sehr. Naja, wie sagt man dazu? Sie gefallen mir einfach nicht. Sie sind nervend. Ich mag diese Gegner nicht. Weil sie einen ständig verwirren können. Schwindlig machen heißt das ja hier, stimmt ja. Die Sache ist ja die, ich habe generell nichts dagegen, wenn man halt in Kämpfe kommt, die vielleicht ein bisschen schwerer sind als andere. Aber das Problem an den Gegnern hier unten ist, dass sie einen ständig schwindlig machen. Das habe ich jetzt ja schon mittlerweile oft genug in Kämpfen demonstrieren können. Das macht das Ganze einfach unheimlich unspaßig. Weil wenn man schwindlig ist in diesem Spiel, dann ist man so gut wie tot, weil man sich quasi nicht mehr retten kann. Ich meine, wir hatten das ja schon oft genug mit diesem Feuer an, mit diesem Feuerzustand in einem anderen Bereich des Spiels.
Wegen diesem Feuerzustand konnte ich mich nicht heilen, nichts tun. Ich musste warten, bis ich ihn nämlich getötet hatte. Leicht nervendeben. Oh, ein Schalter. Aha, der Schirm. Gibt es hier keine Lichtvision? Ah doch, da ist sie. Die Welt ist groß. Und es überrascht mich, dass ich mittlerweile noch gar nicht auf die Karte geschaut habe. Normalerweise hätte ich mittlerweile schon einmal mindestens einmal auf die Karte geschaut. Kann ich jetzt mal machen. Okay, die Karte angeschaut, habe genug gesehen. Gut, wir gehen erst nochmal nach links. Ja, da unten, die Lichtvision will ich haben. Auch wenn diese Münzen da oben nicht viel wert sind, trotzdem will ich sie haben. Vor allem fehlt mir noch in einem Raum links irgendwo noch ein Item. Und das hätte ich irgendwie schon ganz gern. So, da haben wir es. An sich ist die Area jetzt, die wir hier gerade haben, nicht so wirklich mein Favorit. Mir gefällt sie nicht so gut. Ich fand die Bereiche, die wir vorher alle hatten, ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Das ist zwar nicht wirklich verheerend schlecht, aber... Na, ne, was das Gameplay des Bereichs, den wir gerade hier vor uns haben, angeht, ist das Ganze nicht viel schlechter oder besser als irgendwelche anderen Bereiche im Spiel. Die sind halt alle relativ, ja, gleich. Also, man läuft rum und tut Dinge. Aber, ja, ich finde einfach, dass die Gegner hier keinen Spaß machen. Ich denke, das ist das Einzige, was mir dieser Bereich des Spiels so ein bisschen vermiest. Gegen die Mülleimer habe ich nichts, die sind ganz lustig. Aber es geht um diese riesigen Mengen von Stachelkerlen. Ich wiederhole mich gerade wieder, ich weiß, aber dieses Schwindlichtzeug, das ist einfach schrecklich. Das gefällt mir kein Stück. So, die Karte, wo bin ich eigentlich hier? Achso, hier bin ich. Ich kann da unten noch nach links gehen, da geht's auch noch weiter. Die Frage ist, wo will ich im Endeffekt eigentlich lang? Ich kann nach rechts und links gehen. Ich will irgendwann da unten an die Röhre da kommen. Das ist klar. Welcher Weg der richtige ist, ist eine gute Frage. Gehen wir mal zuerst links lang, weil ich jetzt eh schon hier links bin. Hört sich für mich aber schlauer an, erstmal links lang zu gehen, wenn man eh lange. Ja, egal. Naja, hier runterfallen erstmal bitte. So, welchen Raum haben wir eigentlich hier? War ich hier überhaupt schon mal? Ah ja, doch, ich war hier schon mal, stimmt ja. Ach, Luigi, warum fällst du immer runter? Jetzt muss ich wegen dir die ganze. Aha. So ein Unfug aber auch. Nur weil ich runtergefallen ist, muss ich die ganzen Käse mal hier neu machen mit dem Verschieben aller möglichen Kram. Nun gut, irgendwann sind wir sicherlich am Ziel und dann ist das auch egal. Ach, so schnell ging das doch. So, was sind wir denn hier? Es war eine weise Entscheidung, zuerst da links zu gehen, merke ich gerade. An was ist Mario gerade eben dort oben hängen geblieben? An dieser kleinen Schräge? Na wunderbar. Jetzt greifen die wieder zuerst an. Sie werden mich mein Leben kosten. Nein, ich habe es irgendwie geschafft zu überleben und jetzt schnell Traumfeuer, bevor die Kerle irgendwas machen können. Ich denke, das Traumfeuer ist so eine kleine Komponente, die man gegen Gegner wie diesen Mülleimer benutzen möchte, weil anscheinend explodiert der Mülleimer immer, wenn ich irgendwie das Feuer benutze. Das ist eine gute Komponente halt, einfach für den Kampf für Gegner wie die Mülleimer. So, Feuer frei! So, explodiere. Greenhorn-Handschuh, was auch immer der bringt. So, es sind nur noch 4 Stück. Du da willst mehr böse werden, ha? Huh? Nicht mit mir. Aber sie selbst können nicht schwindlig werden. Unfaire Kerle.
Schaden! Einer ist sogar weg. Jetzt versuchen sie es aber. Was für ungehobelte Kerle. Ungehobelt wie sonst was. Gut, aber wir haben es irgendwie überlebt. Na dann, ach Gott, noch so ein Goldbini. Ich kann damit euch nichts anfangen. Ich kann euch weder töten, noch sonst irgendwas. Vor allem, ich glaube, der würde mich sogar töten, wenn ich einfach in ihn reinlaufen würde, wegen seinem Angriff. Okay, das reicht schon. Also gut, ich werde eh nur einen Angriff auf dich landen können, also muss ich auch einen... Ja, einen Hammer, warum nicht? Hohoho, zwei! Du bist ein... Das sind so Sachen wieder, die kann man überhaupt nicht wissen, wenn man noch nicht so weit war, bei diesem Kampf gegen die Kerle hier. Na egal, Traumfeuer? Probieren wir es mal. Vielleicht macht das Traumfeuer mehr Schaden als der Traumhammer. Wer weiß, wer weiß. Gut, wir testen es jetzt aus, dann wissen wir es. Warum laber ich eigentlich nicht? So anstrengend ist das gar nicht. Oho! Null! Wow, ho, ho, ho! Null Schaden! Enorm! Enorm! Richtig cool! So, ich kann jetzt... Genau. Okay, soweit so gut. Wir sind mittlerweile... Wir sind der Tonne bisher ausgewichen. Jetzt muss die Mülltonne nur nochmal nach links kommen. Und dann kann ich über sie springen. Komm schon, Mülltonne, komm nach links. Ich will nicht kämpfen, ich will nur an dir vorbei. Komm, Mülltonne. Komm her. Na komm, mein kleiner Junge. Komm. Dann locke ich dich her. Komm. Komm her. Okay, nein, du wirst nur Wolken spucken. Du wirst nicht kommen. Ich kann nichts machen. Ich muss gegen ihn kämpfen. Der wollte nicht weggehen. Und jetzt habe ich auch mit leider auch noch diese kleinen Kerle da mit drin. Weil diese Mülltonne nie allein erscheinen, kann. Diese Dinge, ich kann sie nicht leiden. Egal, radieren wir die Mülltonne aus und ein paar von den Kerlen vorne einfach. Einfachste Methode, um den Kampf zu beenden. Ich frage mich aber, wo sich der Flächenschaden von Feuer, Sprung und sonstigen Attacken eigentlich unterscheidet. Ich meine, das ist ja alles in sich einfach nur Flächenschaden. Hat er irgendwelche Spezifikationen noch? Ob er irgendwie alle trifft oder manche? Der Traumhammer zum Beispiel trifft ja nur Gegner, die am Boden stehen. Das haben wir mittlerweile herausgefunden, aber es geht mir jetzt um die anderen Attacken noch. Trifft das Traumfeuer Leute in der Luft? Ich weiß es nicht. Aha! So, ich könnte jetzt wieder so einen tollen... Ne, ich mache einen Traumsprung. Sehr schön. Und einer lebt noch, aber der wird jetzt wegrennen. Komm, und da ist er weg. Na, wenigstens habe ich diesen Kampf ohne große Schäden überstanden. Also, wegen einem Attackenfragmenten habe ich mich hierher geschleppt. Naja, aber da wir jetzt mittlerweile schon 8 Attackenfragmente haben, heißt das so viel wie, dass diese Gegend hier fast schon fertig ist wieder. Weil, na, es ist generell bisher immer so ein Maraduchi gewesen. Zumindest die Spiele, die Attackenfragmenten hatten. Wenn man fast alle Attackenfragmente hat, dann ist das Level, in dem man gerade drin ist, eigentlich quasi vorbei. Zumindest fast vorbei. Es nähert sich dem Ende. Bin ich sogar auswärts mal froh, weil ich mit dieser Gegend hier wenig anfangen konnte, wegen diesen Sperrkerlen. Naja. Vielleicht ist der Boss, falls es hier einen Boss gibt, keine Ahnung. Gibt es hier einen Boss? Ich weiß nicht. Wir werden es ja noch sehen. Wenn es einen Boss gibt hier, dann ist vielleicht der ganz lustig. Wenn sie mir jetzt so einen Sperrkerl als Boss hinlegen würden, würde ich jedoch böse werden. Da wäre ich offensichtlich böse nebenbei. Ups, ich laufe gerade falsch lang. Ich sollte da links gehen. Wobei, ich sollte nicht da links gehen. Ich sollte auch mich ja mal aufheilen. Zumindest was die KP und die BP angeht. Na, vor allem die BP, weil die BP fast all sind. Ungefähr so eben.
Wie sieht das denn mit den Bohnen aus? Na, alles nur einmal. Okay, das ist nichts, was ich irgendwie nachschauen müsste dann. So, wir wollen da jetzt wieder hoch dann. Schlimm, dass man immer erst zu der Kugel laufen kann, bevor man das mit dem Wind machen kann. Kommt her, ihr Plattformen. Lasst uns weiterkommen. Für Glanz und Ruhm. In einem traumhaften Land, voller Traumhaftigkeiten. So, wie komme ich denn einmal hoch? Ich glaube, ich gehe... Ach, genau, ganz nach links. Dann gedreht wird... Genau. Okay, wir haben es schon wieder geschafft. So schwer ist das nicht. Es sind ja keine wirklichen Rätsel. Das muss man dir wirklich anmerken. Das sind keine schweren, beziehungsweise gar keine Rätsel. Insofern wäre das sehr fatal, wenn ich hier Fehler machen würde, weil das würde zeigen, dass ich dumm bin. Irgendwo so ein bisschen, ne? Das wird es schon zeigen. Ja, eigentlich schon. Kann man eigentlich da in die Luft springen und dann das den Wind betätigen? Das wäre auch eine interessante Sache, wenn man das machen könnte. Keine Ahnung, ob das irgendwie helfen würde, aber das wäre sicherlich interessant. So bin ich eigentlich. Ja, warte nach rechts, okay. Komme ich hier unten eigentlich weiter, wenn ich hier unten weiter langlaufe? Jep, oh, ach nee, ich muss oben lang. Okay, okay, okay. Das ändert die Sache. Ich muss sogar erst noch nach links gehen, bevor ich nach oben komme. Na, 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 Spiel, du willst mich mehr machen lassen. Das ist nicht die feine Art. Und da hoch. Und da runter. Und so den Sprungbrettern, den Schirmen, die irgendwie solide sind, was mir nicht gefiel. So, was meine ich jetzt hier wieder? Ach, warte, schon da muss man wieder ein bisschen Trampolinspringen machen. Naja, man muss nicht, aber man will weiter, ne? Man will schon weiter. So, hier ist ein Mülleimer. Da kann man drüber springen. Nein, Luigi! Ach, Luigi, warum? Zwei Mülltonnen. Naja, wir können ja immerhin können wir jetzt nochmal genauer sehen, ob die ob das Feuer direkt Mülltonnen tötet. Na, das wäre rechts. Unten. So, gut, finden wir raus, ob das Feuer direkt Mülltonnen tötet. Wäre ja irgendwie schon witzig, wenn Feuer direkt Mülltonnen umbringt, weil, weiß nicht, es wäre irgendwie nicht wirklich sinnvoll, warum das so sein sollte. Es gibt nichts, was mir das erklären könnte. Oh, den einen Luigi-Ball habe ich gerade nicht geschafft. Das war schlecht. Das war ein gut... Oh, zweimal. Das war nicht gut. Ah, ne, Befeuer tötet die Kerle immer. Das ist egal, was man macht dann. Oh, hat er lang gewartet hier. Egal. Und nur wegen Luigi mussten wir diesen Kampf austragen. Böser Luigi, oh nein, so ein Sperrkerl, den kann man nicht ausweichen. Ultrasirup, ha? Na, werf du mal. Aha! Ausgewichen! Du kannst mir gar nichts, du kleiner Kerl. Mit deinem Speer. Nicht mit mir, heute nicht mehr. Diese Plattform kann ich nutzen, um der Mülltonne auszuweichen. Sehr schön. So, und durch diese Röhre werde ich jetzt zu dem Kerl da unten kommen, oder? Ah, nein, doch nicht. So, hier geht's mit dem Türmchen wahrscheinlich. Um hochzuspringen. Jupp. Ja, doch nicht. Ich dachte, das könnte man zerstören dann. Naja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, was ich eventuell hier tun könnte. So ging das. Es ging so, ne? Ach nein. Ich weiß wieder, wie das funktioniert hier. War das nicht das? Das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Stadt hier gehabt, wo wir kurz vor Musculone waren. Dass man irgendwie hier die Bomben dann genau gegen die... Ah ja, genau, stimmt, so war das gewesen hier. Yes! Wir können sogar schon weiter, aber ich will noch mehr machen. Zerstören wir mehr. Maximale Destruktivität. Oh, das war nicht gut.
Ja. Aber das war der richtige Winkel. Dann treffe ich die Bombe. Yep. Und noch einmal in den Winkel. Sehr schön. Ja, und jetzt müssen wir noch herausfinden, was das bringt. Und da oben ist noch eine Röhre. Komme ich an die irgendwie dran? Kann ich irgendwie... Nee, kann ich nicht. Da warte ich aber auch gerade zu viel. Das geht einfach nicht. Hm, die Frage ist, in welche Röhre will ich? Welche Röhre führt wohin? Ich will das nebenbei abbauen. Ich will das abbauen. Dankeschön. Ich schätze mal, ich sollte den rechten zuerst probieren. Probieren wir doch mal. Gucken, wo das hinführt. Karte. So, und wo führt jetzt die linke Röhre hin? Ich schätze mal, dass die linke Röhre dann an den linken Rand des Levels führt. Oder? Ne, doch nicht. Ach, hier unten ist noch ein Attackenfragment. Geburtstagshose, oho. Zu schade, dass heute nicht mein Geburtstag ist. Und wir haben eine neue Attacke kennengelernt. Traumball. Steuere Mario nach links und rechts und stoße Traumlüche mit dem A-Knopf. Hier mehrere Traumlüche in die Richtung, wo sich viele Gegner versammelt haben. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt das Spiel nochmal? Breakout oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Naja, mal schauen, was ist, wie das so im Kampf funktioniert, ob mir das irgendwas helfen wird. Gut, ich denke dann, wir sind gleich mit dem Ganzen hier fertig. Wir müssen nur noch kurz hier durchgehen, dann den Raum durchlaufen, herausfinden, wo die Röhre hinführt und dann weiterkommen. Ist hier oben noch was? Nee. Hier ist nur ein Mülleimer. Diesen Mülleimer kann man doch sicherlich irgendwie überspringen. Der muss nur kurz nach rechts noch laufen. Natürlich läuft er nach links, aber... Guck dich nicht so ewig rum, lauf einfach nach rechts. Brave Mülleimer. Wieder einmal ist Luigi schuld. Luigi! Gegen dir kämpfe ich. Luigi, was kannst du überhaupt? Wegen dir kämpfe ich ständig. Oh, abgewehrt. Vollkommen abgewehrt. Heute klappt das. Heute werde ich sie alle niederzwingen, ohne Schaden zu halten. Wollen wir den Traumwald doch mal direkt austesten? So, ich denke mal, mit A werde ich schlagen. Schick. Oh. Hat gerade nicht mehr funktioniert mit dem A-Knopf, ja? Okay. Was macht er jetzt? Wind. Dieser blöde Faker. Bitte. Wie immer, ich springe viel zu früh. Mensch. Okay, okay, du drehst dich wieder im Kreis, da bist du. Aber mir wirst du keinen Schaden machen. So, ich muss diesen Traumball irgendwie auf die Reihe bekommen. Noch einmal. So, Luigi, dann wollen wir dich mal wieder anstoßen. Ich schätze mal, ich hätte die Wand da halt mit anschießen sollen, wo die hier drauf war, oder? Hätte es sein können. Naja, die Gegner sind trotzdem gestorben. Ja, lustiger Attacker. Mal gucken, was sie so bringt. Doch, am Ende war ja mal eine riesige Wand, ich hätte abschießen sollen. Vielleicht hätte mir das nochmal extra Dinger gegeben. Aber warte, ich muss ja rüber. Na, noch so eine. Och Gott, ein Mülleimer. Nee, jetzt bin ich direkt in den Kampf reingelaufen. Nein, nicht direkt. Nicht direkt. Die Münzen sind mir egal. Ich laufe dran vorbei. Das war ungelegen. Da konnte ich nichts machen. Der hat schlecht gestanden. Da muss ich jetzt kämpfen. Och nee, meine KP ist so niedrig. Also meine Güte. Riesiger Kreis. Oh, ich lebe noch irgendwie.
Sondern wollen wir lieber mal alle ausmerzen, einfach der Traumball. Ha, der kann das sicherlich. Ich glaube an den Traumball. Und was macht das jetzt? Achso, dann fallen aber alle Gegner auf den... Ah, okay, okay. Alle Lüche sind Gegner, okay, okay. Gefällt mir, ist ein schöner Attacke. Funktioniert auch sehr gut gegen mehrere Gegner, die sehr weit auseinanderstehen. So, wenn ich jetzt da reinlaufe, wo komme ich denn raus? Wo bin ich denn überhaupt hier? Also, ich schätze mal, ich bekomme hier einen Knopf, der dann oben die Schirme ausbreiten wird. Okay, okay, wahrscheinlich hier. Ach so, der ist direkt hier. Verstehe, okay. Ach nein, es gibt mehrere Knöpfe. Verstehe, okay, okay. Nun gut, finden wir heraus, wo ich was machen kann. Unter mir sind Stacheln, da sollte ich aufpassen. Und ja, die Plattform war gerade im Hintergrund, die war nicht vorne. Schön, dass die Plattform anhalten während der Animation. Das machten die im letzten Raum ja nicht. Nein, Spiel! Nein, du bist zu langsam gewesen. Oh, ich bin wieder. Oh, doch nicht. Okay. Ich stehe relativ gut gerade, das sollte eigentlich funktionieren. Jupp, das funktioniert. Muss ich es nochmal machen? Ne, jetzt kann ich hochspringen. Und noch ein Knopf. Der zweite Schirm von 4. Oh, das ist sogar der zweite von links. Nicht der gleich, der danach kommen sollte eigentlich. Geld. Oh, oh mein Herz, Geld. Ah, oh, noch so ein Knopf, was macht denn der? Ach, der dreht die Dinge um, ach so. Ich schätze, ich will das? Keine Ahnung, will ich das? Oh, Items und Geld. Ja, ein bisschen was. So, nach rechts und auf die umgedrehten grünen Blöcke laufen. Das sollte mich jetzt weiterbringen. Tut es auch, sieht man ja offensichtlich. Komm ich da schon dran? Nee. Ah, da habe ich was. Ich sehe aus dem Hintergrund. Hat sich gut versteckt mit den grünen Dingern. So, und noch ein Schirmchen. Welcher ist es diesmal? Es ist der letzte. Aber einer fehlt noch. Ach, doch nicht der letzte. Sah gerade wegen der Kamera nur so aus. Dann brauche ich schon mal ja, ein bisschen Wind wahrscheinlich. Ah, genau. Und jetzt dreht es das wieder, damit ich dann... Ah, verstehe schon, verstehe schon. Intelligente Dinge hier. Also das ist gerade, ja, kreatives und schlaues Level-Design. Keine Ahnung, nennt man das wirklich schlaues Level-Design? Es ist auf jeden Fall gut durchdacht. Oder einfach nur gemacht, damit es funktioniert. Oder einfach nur auf den Bildschirm geklatscht und gehofft, dass es funktioniert. Das gibt es natürlich auch. So mache ich zum Beispiel meine Level in meinen Spielen, wenn ich halt gerade meine tollen I Wanna Be The Guy Spiele mache. Irgendwas auf den Bildschirm geschmissen, am Ende funktioniert mit etwas Glück und dann ja, hat man ein Level. Das funktioniert sogar tatsächlich. Glaubt man fast gar nicht, aber es geht so. Da bekommen manchmal sogar richtig gute Sachen dabei raus. Wie gesagt, man möge es nicht glauben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch einige Level der modernen Spiele wirklich so entstehen, dass man auf gut Glück einfach irgendwas ins Level setzt und dann am Ende funktioniert es sogar irgendwie dann. Oh, und das habe ich gerade nicht bekommen, das Geld. Jetzt habe ich es aber. So, über uns ist das Teil. Da läuft man schneller, da gibt es einen Speicherpunkt. Das kann nichts Gutes heißen. Naja, das heißt, es ist nichts Schlechtes, aber
Das heißt, es könnte entweder jetzt gleich wieder ein Boss kommen, wobei ich da nicht so drauf wetten würde, da wir irgendwie damit nie recht haben. Oder es kommt aber nur eine längere Textstelle jetzt, was Text angeht. Ich habe keine Ahnung, was es kommt. Boss möglicherweise, ja, kann schon sein. Aber auf jeden Fall, das war's für heute dann. Ach, wieder schon bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was da kommt.